Hallo zusammen bei 360 Grad. Heute haben wir uns mal ein ganz besonderes Bauprojekt herausgesucht hier im Gewerbepark in Waldenburg in Hohenlohe. Im Hintergrund sieht man nämlich die neue Produktions- und Lagerhalle der Schraubenwerke Geisbach, die ja zum Wirth-Konzern gehört. Und das war ja auch so eine Keimzelle damals vor vielen Jahrzehnten, als Wirth auch selbst Schrauben produziert hat, eben nicht nur Schrauben vertrieben. Und passend zum 70-jährigen Dienstjubiläum von Reinhold Wirth entsteht also hier etwas Hochmodernes und vor allen Dingen eine tolle Holzkonstruktion. Denn mit diesen Schrauben, die hier produziert werden, werden ja die Holzprodukte zusammengehalten. Und deswegen hat man sich hier auch für eine nachhaltige, ökologische Bauweise entschieden. Und wir können mal ein paar Archivbilder zeigen, wie das Ganze hier entstanden ist. Das war schon eine spektakuläre Baumaßnahme, als hier die Anlieferung erfolgte und wie man dann auch im Zeitraffer sieht, was denn da alles produziert worden ist in Waldenburg. Und das Ganze innerhalb eines Jahres, zu Beginn des Jahres, wurde begonnen und Beginn 2020 soll die Produktion dann hier schon starten. Also auch da ist man mal wieder absolut im Zeitplan mit drin bei diesem Projekt, das insgesamt 30 Millionen Euro kostet und dementsprechend auch ein weiterer Beweis dafür ist, dass man hier in der Region investiert und sich zukunftssicher macht. Und wie das vom Inneren aussieht, schauen wir uns jetzt mal an. So, jetzt sind wir im Inneren dieses neuen Projektes und da sieht man im Hintergrund auch den Übergang, auch das dann mit einer Holzbrücke direkt zum Verwaltungsgebäude. Und wenn man hier drin ist, dann riecht man natürlich auch dieses Holz und das sorgt für ein Wohlfühlklima, natürlich auch für die Mitarbeiter, für die Mitarbeitergewinnung auch ganz wichtig, mit dieser Baubuche, die hier verbaut wird. Und das ist auch ein weltweit einmaliges Konstrukt hier, diese Dachträger, die gibt es sonst auch noch nicht in Verbindung mit dieser Wirth-Schraube, mit dieser Assi-Schraube wird das zusammengehalten. Und wenn man schon eben in dieser Branche tätig ist, dann will man eben auch zeigen, was hier mit Holz, mit diesem ökologisch nachhaltigen Produkt möglich ist. Selbst eine Brandschutzwand wird hier aus Holz erstellt, weil sie besser ist als Beton. Das ist schon höchst eindrucksvoll. Das passt auch ganz gut in die Zeit, wenn wir immer über Klimadebatten berichten. Und viele denken, man müsse nur auf einen Knopf drücken und dann würde sich alles zum Besseren wenden. Nein, es ist die Summe aus vielen einzelnen Entscheidungen, die dafür sorgen soll, dass auch die Zukunft lebenswert ist und dass wir auch eine Wirtschaft haben, die in der Region funktioniert. Auch die Automobilbranche, auch die Landwirtschaft, aber eben auch der Handel. Und da sind die ganz einfachen Entscheidungen eben immer nicht diese, die es braucht. Viel wichtiger wäre es, wenn man beispielsweise aus dem Klimapakt die richtigen Schlüsse ziehen würde, auch für diese Region und jetzt sofort die Gelder an Land zieht, die für die Wiederbelebung von Bahnstrecken bereitgestellt wird. Da könnte man tatsächlich was fürs Klima tun, sei es im Zabergäu oder auch hier in Hohenlohe. Jetzt ist Lobbyismusarbeit der Politiker gefordert. Man darf gespannt sein, was dabei rauskommt. Wie hier aufs Holz gesetzt wird, das sieht man beispielsweise auch im Aufzugsschacht, auch der komplett aus Holz hergestellt. Und möglich macht das ja auch die neue Landesbauordnung, das Baden-Württemberg führend. Man setzt viel stärker auf den Holzbau hier im Land. Und wie das funktioniert, das sieht man beispielsweise auch an diesem Pfeiler. Wir haben ja eine Spannbreite von rund 82 Meter und das ist nur ein einziger Pfeiler vonnöten, der dann eine Last von 260 Tonnen halten muss. Also das ist natürlich schon auch Ingenieurkunst gefragt. Und das Ganze wurde konzipiert hier vom eigenen Ingenieurbüro von den Schraubenwerken Geisbach, die das nicht nur für Kunden machen, sondern eben auch selbst bei diesem eigenen Projekt. Und wie sich das dann umsetzen lässt, das sieht man hier sehr, sehr eindrucksvoll. Wir haben das ja auch gemerkt, beispielsweise bei der Bundesgartenschau, auch dort dieses höchste Holzhochhaus, auch da war Wirth mit daran beteiligt. Und das zeigt natürlich, dass man sich auf diesen ökologischen Rohstoff auch in der Zukunft konzentrieren kann. Und interessanterweise gibt es ja in der Wald- und Forstwirtschaft genauso viele Mitarbeiter beschäftigt wie in der Automobilindustrie. Das macht mal wieder die Bedeutung deutlich. Und das zeigt natürlich auch, dass man sich darum kümmern muss, dass auch diese Branche zukunftssicher und freundlich dargestellt wird. 420 Kubikmeter Baubuche wurden insgesamt hier verbaut und nochmal eine Dimension, 200.000 Schrauben insgesamt wurden auch verbaut. Also das sind natürlich schon eindrucksvolle Zahlen auf dieser
Gesamtfläche von 12.800 Quadratmeter hier im Gewerbepark Waldenburg. Also ein tolles Beispiel, was in der Region sich alles tut. Und da gibt es natürlich aller Orten, wird immer gebaut. Da steht ja auch ein anderer für viele Bauprojekte, Dieter Schwarz, der dieser Tage seinen 80. Geburtstag gefeiert hat. Da haben sich natürlich viele Gerüchte darum gerankt, wie feiert er ihn, mit wem. Am Ende war es eine Festveranstaltung, eine sehr würdige, eine sehr stilvolle, aber keine aufgesetzte, vor 300 Gästen in der Aula des Bildungscampus in Heilbronn, den ja er auch gebaut hat. Und Eckhard von Hirschhausen war beispielsweise mit dabei. Und was macht natürlich so ein vermögender Mensch? Er beschenkt sich selbst und damit auch die Stadt Heilbronn, das haben wir exklusiv erfahren, indem jetzt der Wartberg und der Wartbergturm hell erleuchtet werden, dank der Spende von Dieter Schwarz. Und damit haben alle etwas davon. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal.